Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem erneuten War Thunder Replay Video. Und heute ein Replay vom Waffenträger. Und ich bin mal gespannt, was da so geschehen wird, sage ich jetzt mal. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns nach dem Intro und ja, dann geht's richtig ab hier. So, Freunde, hier ist er im Waffenträger, der Zocker. Und ja, ne? Bis jetzt, also ich finde den Panzer auch relativ geil. Ich bin auch am Überlegen, da ich jetzt ja eh gerade Fredericks Account habe, ob ich mit dem mal vielleicht mal eine Runde spiele oder mit einem Panther oder so. Da wird vielleicht etwas Cooles entstehen. Ich versuche das auf jeden Fall einfach mal. Ja, auf jeden Fall, heute sind wieder die Frame Drops am Start von meinem Rechner. Also lange macht der auf jeden Fall nicht mehr. Und ja, ne? Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Replay gefällt, ja, dass die Folgen nicht zu sehr länger. Ihr müsst das jetzt entschuldigen. Ich kann da hingegen leider nicht mehr sehr viel machen. Mein Rechner, der ist halt im. Da ist jetzt bald die Luft zu Ende, sage ich jetzt mal. Ich reiz den gerade noch so lange aus, wie der funktioniert, und danach ist dann Schicht im Schacht. Ja, deswegen, ich habe jetzt auf jeden Fall gut Frame Drops. Aber naja, weg davon, ja. Ja, auf jeden Fall, wir sehen hier den Waffenträger, ein sehr schöner Panzer, wie ich finde. Und habe ich auch mal Bock, eigentlich den mal zu spielen. Nur so weit bin ich halt leider noch nicht bei den Deutschen. Deswegen wird das halt leider noch nix. Aber das kann sich ja noch ändern. Ich spiele ja noch eine ganze Weile, also mal gucken, ne, was die nächste Zeit so ergibt. Auf jeden Fall, ja, hat der Zocker jetzt da gerade den ersten Gegner gesehen. Nach 2 Minuten 10 hat er da hinten den ersten Gegner so richtig gesehen. Und ja, wollte den jetzt, denke ich mal, auch haben, aber irgendwie fuhr der einfach weiter. Ihn hat es nicht interessiert, dass der Zocker da steht. Beziehungsweise vielleicht, boah, ich denke, dass er ihn nicht mal gesehen hat. Wäre natürlich geil gewesen, wenn der Zocker damit jetzt auch den ersten Kill gekriegt hätte, aber hat er natürlich nicht. Und da schießt der Zocker wieder daneben. Was ist da denn los? Das hatten wir im letzten Replay oder so, boah, in dem letzten Tiger-Replay auch, dass er öfters daneben geschossen hat. Dadurch ist er auch einmal gestorben. Aber ja, jetzt hat er gerade den Rumpf komplett durchbrochen. Das heißt, ja, der ist tot, der feindliche Panzer. Und das ist sehr, sehr gut. Und ja. So, ich freue mich immer auf seine Replays, weil das sind immer relativ coole Replays. Muss man erstmal sagen, die Kills, die sind immer relativ solide, als ob das immer so ablaufen würde. Und ja, ne? Auf jeden Fall zwei Kills. Den einen hat er gerade auch sehr schön gemacht, fand ich. Und ja, da hinten stehen auch nochmal zwei, ein paar vier. Und den anderen, den konnte ich jetzt nicht sehen, der andere ist auch noch ein T34. Also hinten stehen schöne Panzer. Aber ja, hier steht halt nur noch einer, weil er hat mit dem Waffenträger das sehr schön kaputt gemacht, ja. Wunderbar. Und ja, wie findet ihr die War Thunder Replay Videos? Gebt mir mal Feedback dazu. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ja, da kommt noch ein T34. Vier Kills hat der Zocker bis jetzt. Ist jetzt für seine Verhältnisse noch wenig, aber wir sind ja auch noch am Anfang der Runde. Wir haben erst 3 Minuten 60 um. Wow, 3 Minuten 60 um, alles klar. 4 Minuten meine ich natürlich. und ja, da hinten kommt ein T34 hinter dem Gebäude her. Das hat der Zocker auch gesehen. Und der kriegt das noch voll ein vorne rein. Also das ist jetzt auch schon der fünfte Kill gewesen in dieser Runde. Und ich finde das doch hier sehr, sehr gut, wie er das macht. Sechster Kill. Die haben keine Chance. Man muss auch wirklich sagen, dass der Waffenträger ein wirklich stabiler und starker Panzer ist. Und ja, dagegen sieht natürlich so ein T34, ja, der sieht halt einfach schlecht aus, ne? Wie ein Brite gegen den Panzer D. da machst du nix, ne? So, auf jeden Fall sehr schöner Panzer. Also ich kann es immer nur wiederholen. Ich finde den Panzer mega geil.
Und ja, ich bin ja momentan beim dicken Max angekommen, deswegen, ja, ne, dauert das noch, bis ich den auch mal hab. Aber ist auch ein schöner Panzer, dicker Max, der ist schon cool. So, Besatzung auch ausgeschaltet. 7 Kills hat der Zocker bis jetzt. Ich denke, dass das nächste ist, ja, der IS-1 seine Macht des Rohrs da zu spüren kriegen wird. Oh, er ist stehen geblieben, damit hat der Zocker gerade nicht gerechnet. Aber ja, der Panzer hat höchstwahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass der Zocker ihn treffen kann. Aber hat er ja. Und ja, da hinten ist jetzt noch der IS-2. Und da versucht der Zocker gerade durchzukommen. Jedoch ist er dabei gerade gescheitert. Er muss gerade einen grünen Punkt suchen. Und da ist er. Und ja, er hat ihn immer noch nicht tot. Er hat jetzt gerade, so wie ich das gesehen habe, einen Typen im Turm getötet. Das reicht natürlich nicht. Und jetzt hat er gerade den Rest der Besatzung ausgeschaltet und damit den Kill bekommen. 9 Kills bis jetzt, wunderbar. So wie mir scheint, fährt er gerade auf dem B-Punkt, vielleicht sogar in Spot, dass er eine kleine Erhöhung hat. Ich weiß es aber nicht. Also ich würde jetzt persönlich auf den in den B-Punkt fahren, dass ich eine kleine Erhöhung habe und jedoch und dann halt die ganzen Panzer, die dahin wollen, schön angreifen kann. Ich bin mal gespannt, was der Zocker macht, ja? Ob der auch dasselbe macht, wie ich gerade gesagt habe, oder ob er das Ganze anders handelt. Und ja, bis jetzt ist das ein relativ solides Gameplay, was wir sehen. Und ich muss wirklich sagen, ist halt wieder ja, Zocker-like halt, ne? Deswegen. So. Jetzt fährt der Zocker hoch, genauso wie ich gesagt habe. Sehr schön. Er ist hier eine leicht erhöhte Position. Da hinten kommen jetzt auch jede Menge Panzer. Ein Jagdpanzer, 38T. Ein IS-2 kommt da angerollt. Eine Su-152 und ein KV-85, wenn ich das richtig sehe. Also auf jeden Fall hat der Zocker da gut Auswahl. Und ich bin mal gespannt, wen der Zocker holen wird. Der steht hier auf jeden Fall jetzt nicht schlecht, ne? Der steht jetzt auch im B-Punkt. Das heißt, dass ja, seine Munition sich auch auffüllt. Und ja, das ist doch eine sehr geile Sache, ne? Sehr praktisch. Und ja, er verteidigt den Punkt jetzt halt noch bis am Ende der Runde, weil es sieht halt für den Gegner überhaupt nicht gut aus, denn die haben alle 3 Punkte nicht, ne? Das ist sehr schlecht. Obwohl gerade der C-Punkt gerade eingenommen wird, aber mal gucken, wie lange das hält. So, da hat er gerade genau ins Munitionslager getroffen. Bis jetzt hat der Zocker schon insgesamt 10 Kills. Das ist einfach unglaublich. Einfach unglaublich. KV-85, der hat auch schon einen Typen im Turm verloren. Wenn das gerade der KV-Bob. Ja, das war der KV. So, das ging leider nicht durch die Panzerung des Jagdpanzers. Da guckt mal, ob der Zocker da irgendwie einen Punkt trifft, wo er abprallt. Ja, da ist er sehr gut abgeprallt, genau ins Munitionslager. Und 11 Kills hat der Zocker damit errungen. Sehr, sehr schön gemacht. Die Su-152 traut sich nicht nach vorne. Das ist gerade sehr schlecht für den Zocker auf jeden Fall. Und jetzt ist sie auch tot. Ich sehe jetzt auf der Karte gerade zwar, dass der B-Punkt eingenommen ist, aber sehr viele Panzer wird das Gegnerteam wohl nicht mehr haben. Wir können das uns ja mal anschauen. Genau, die haben einer sitzt jetzt gerade im Flugzeug. Also ist jetzt gerade auch dann höchstwahrscheinlich ein Panzer, der ja auf dem Schlachtfeld rumfahren wird. Oh, dann das war eine Su-85M gespawnt. Ja, auch solide, aber ich persönlich wäre jetzt gerade nicht mehr gespawnt, wenn ich gesehen hätte, oder das müssen die Gegner ja gesehen haben, dass sie überrannt werden. Und ja, da sind sie jetzt auf jeden Fall tot. Ja, das ist auf jeden Fall für die Gegner jetzt überhaupt nicht gut gelaufen. Und ja, das Replay endet da auch bald. Zocker ist jetzt noch am Flugzeug, da können wir uns das Ganze nochmal von oben anschauen. Also das Schlachtfeld ist leer und somit hat das Team gewonnen.
Der T50 wird jetzt da auch nicht mehr viel reißen können. Deswegen, ich persönlich wäre jetzt auch nicht mehr gespawnt. Das ist einfach nur, ja, man wird halt einfach überrannt, ne? Und das ist halt einfach unnötige Kosten. Dann an einem selber, die halt einfach nicht nötig sein. Aber gut, der Spieler, der hat anscheinend entschieden, die Knete, yo, ich hab die Knete, spawn ich doch nochmal rein. Ich könnte ja einen killen. Aber wie gesagt, ich hätte es nicht getan. Weil das war eine ganz klare Sache, dass das nichts wird, ne? Weil, dass man überrannt wird, das muss man doch eigentlich sehen, wenn man auf die Karte schaut. Aber okay, ja. Ich hoffe, dass euch dieses Replay-Video gefallen hat. Wenn ja, dann bewertet doch das Video. Das freut mich dann auch immer. Und ja, gebt Feedback einfach in die Kommentare. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass ich weiß, wie ich mich verbessern kann. Und ja, dann würde ich doch einfach sagen, dann sehen wir uns einfach im nächsten War Thunder Replay-Video, das, wenn alles funktionieren sollte, dann vom Frederik ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten War Thunder Replay-Video. Bis dahin und macht's gut, ne? Tschüss.